Sind wir schon dran? Ja, liebe Zuschauer, bei Pearl TV sind Sie jetzt gerade und wir stellen Ihnen heute was ganz Besonderes vor, nämlich einen ganz kleinen Computer, der ist so winzig, liebe Zuschauer, so groß wie ein USB-Stick. Können Sie sich das vorstellen? Ha, und wie das geht, das erklärt Ihnen Kai. Ja, ich tue es mal wieder. Liebe Zuschauer, nachdem wir schon sind jetzt tatsächlich über 3.800 Vorbestellungen auf dieses kleine Wunderwerk der Technik haben, sind wir natürlich sehr stolz darauf, bei Pearl TV sagen zu können, wir sind immer sozusagen am Zahn der Zeit, wir setzen die Trends, das zu sensationell günstigen Preisen, zu Top-Qualität. Wie Sie das auch wissen, das zeigen uns unsere Bestellungen, das zeigen uns die Zuschriften, die Sie uns geben, weil Sie immer wieder sehr zufrieden sind mit unseren Produkten. Und wir haben uns gedacht, was kann man denn anbieten, was es sonst noch so nicht gibt? Weil es gab immer wieder die Zuschriften und die Fragen, und so geht es auch uns. Man fährt in den Urlaub und dann nimmt man mit seinen Laptop, seinen PC, man alles dabei hat und irgendwann ist das einfach alles zu viel. Und wir stellen Ihnen jetzt in der Sendung den kleinsten PC der Welt vor. Und der ist tatsächlich so groß, dass man sagen kann, es ist ein USB-Stick. Wow. Unglaubliche 800 MHz Rechnerleistung in diesem kleinen Kerl drin. Unvorstellbar gut. Das Tolle ist, dass Sie außer diesem kleinen USB-Stick, was in diesem Falle wirklich auch ist, aber nicht nur das, eigentlich nur noch eine USB-Tastatur brauchen. Und wenn Sie noch als Speichermedium was haben wollen, nehmen Sie sich einen USB-Stick mit 32 Gig mit, da können Sie eine ganze Menge draufpacken. Oder Sie haben eine externe Festplatte dabei, bis 2 Terabyte, die Sie an diesen kleinen PC auch anschließen können. Das ist unvorstellbar, es ist tatsächlich so. Schreiben Sie sich als allererstes mal die Artikelnummer auf. Das ist die PX1344 und dann die 569, damit Sie Ihren TV-Sonderpreis des Tages bis eine Stunde nach der Sendung auf jeden Fall sich sichern können. Sie sparen heute Unmengen an Geld. Sie sparen so viel Geld, wie der normalerweise eigentlich kosten würde. Besser gesagt, ich spare so viel, wie er jetzt kostet. Das Tolle ist, dass ich hier einen kompletten Internet-TV- und HDMI-Stick habe, der WLAN-fähig ist, der ein Android 4.0 Betriebssystem drauf hat. Das bedeutet also vielseitiger Multimedia-PC im USB-Stick von genau das ist es auch. Das funktioniert sensationell. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie sind berufstätig. Sie sind unterwegs und Sie brauchen irgendwann im Hotel einen PC. Dann haben Sie normalerweise Ihre Laptoptasche dabei. 3,5–4 Kilo mit Netzteil haben Sie nicht gesehen. Alles, was Sie so brauchen. Alles erledigt. Jedes TV-Gerät der Welt, was einen HDMI-Anschluss hat, liebe Zuschauer, wird für Sie sofort zum absoluten PC, zum Multimedia-Wahnsinn. Da kann ich gleich mal jetzt von Anfang an was sagen. Viele von den Fernsehherstellern gehen jetzt gerade auf diesen Bereich Smart-TVs, ne? Dass man ins Internet gehen kann, YouTube gucken kann, Internetradio hören und viele haben es noch gar nicht, einen Open Browser hat, das heißt normalerweise im Internet auch wirklich rumsurfen kann. Jetzt überlegen Sie sich mal, was diese Fernseher alle kosten. Das ist hochinteressant, das gebe ich offen und ehrlich zu, das ist eine ganz interessante Neuerung. Da brauchen Sie auch eine USB-Tastatur dazu, aber Sie brauchen einen neuen Fernseher. Und diese Fernseher kosten im Moment als LEDs oder als Plasmas 2.500, 3.500 Euro. Sie kennen das, Sie waren sicherlich in den Märkten schon unterwegs, weil das ist interessant. Das können Sie alles erledigen und haken, weil Ihr Flachbildfernseher, der jetzt zu Hause ist, der eine USB-Schnittstelle hat, der wird mit diesem kleinen Riesending hier, anders kann man es nicht sagen, zu Ihrem perfekten Smart-TV auch. Das bedeutet also, Video-Streaming, Internet gehen, im World Wide Web surfen, Musik hören und Datenverarbeitung, Textverarbeitung, das alles auf Ihren aktuellen Fernsehern zu Hause, 42, 46, 50, 55, 65 Zoll, das in einer richtig großen Größe und das funktioniert genial. Und die Jana lacht und nickt deswegen ja, so. Ja, das ist so klasse, weil, liebe Zuschauer, das passt sogar an Ihren Schlüsselbund. Das können Sie in die Jackentasche, den stecke ich jetzt mal bei dem Kai in die Jackentasche. Machen wir doch mal hier. Liebe mal kurz. Zuschauer, der passt einfach da rein und weg ist er. Futsch da ist er. Das sind wirklich nur 30 Gramm und die kannst du einfach in deinem Jackett tragen und das merkt man gar nicht. Und dann können Sie auf Ihrem großen Fernsehbildschirm, da wo Sie jetzt gerade Pearl TV genießen, ganz bequem vom Sofa aus, können Sie im Internet surfen, Sie können shoppen, Sie können einfach surfen und gucken, was es wieder für Neuigkeiten gibt. Das ist doch klasse. Und vor allem die Jana ist deswegen so begeistert, liebe Zuschauer, weil wir haben nämlich 2 Filme für Sie vorbereitet. Den ersten zeigen wir Ihnen jetzt mal und dann können Sie genau wissen, sehen Sie auch, warum die Jana davon so begeistert ist. Weil die hat nämlich unseren PC auch schon ausprobiert. Und da kann man einfach mal sehen, wie einfach das ist vom Anschließen her. Sie brauchen nichts anderes, als ich höre gerade, den Film machen wir erst beim zweiten Stick. Okay, dann warten Sie noch ein bisschen, das ist nicht so schlimm. Aber die Installation ist einfacher als einfach. Das bedeutet, hier habe ich vorne meine HDMI-Schnittstelle drauf. Die stecke ich einfach in den HDMI 1, 2 oder 3, je nachdem, wie viele Schnittstellen Sie haben. Und dann bin ich auch schon über WLAN sofort
mit meinem Internet verbunden. Dann brauche ich noch eine USB-Tastatur, die gibt es für kleines Geld dazu. Und wenn Sie dann sagen, Speichermedium, entweder Musik auf dem USB-Stick bis 32 GB oder Sie haben Videos oder Filme drauf oder Sie wollen einfach nur im Internet ein bisschen surfen. Alles mit diesem kleinen Kollegen machbar mit einem 800 MHz Prozessor drin. Das ist unglaublich leistungsfähig, das kleine Ding. 3D-Beschleuniger-Chip drin, das bedeutet also, wenn Sie wirklich tolle Animationen und Grafiken haben, können Sie das auch machen. Sie können über den installierten App Store sich natürlich 1000 Apps runterziehen, wo Sie dann Spiele machen können oder. Da sind Sie überhaupt nicht begrenzt. Und das Tolle ist, dass für alles unter 90 Euro oder bis unter 80 Euro. Richtig, ja. Liebe Zuschauer, das ist wirklich ein sehr, sehr günstiger Preis. Und ich kann nur noch mal betonen, Sie können das nicht nur auf dem Fernseher sehen, sondern auch, wenn Sie einen Beamer haben oder einen Monitor. Es ist eigentlich egal. Genau. Es ist überall kompatibel. Und was ich ganz besonders gut finde, ist, dass Sie den überall mit hinnehmen können. Ja. Das heißt, ob Sie im Hotel sind oder Sie sind zu Hause und Sie schauen damit einfach, Sie stecken ihn ja einfach im PC rein, beziehungsweise im Fernseher. Genau, richtig. Und dann können Sie einfach surfen, wo Sie möchten und wie lange Sie möchten. Natürlich braucht man WLAN, richtig? Das ist und klar. Dann ist es ganz einfach. So, und was jetzt der Knaller ist, liebe Zuschauer, dieser kleine Kerl hier, der macht Ihnen Full HD als Darstellung. 1080 Vollbilder in der Sekunde, das bedeutet Qualität von Blu-ray. Wenn Sie heute zum Beispiel, das können Sie auch machen, heute sogenannte Internet-Mediatheken haben, sich da einen Film runterziehen, können Sie alles mit dem Kollegen hier machen, weil er wirklich Full HD-Auflösung hat. Ich finde das unglaublich, was heute technisch machbar ist. Ich kenne noch Zeiten, also ich habe noch mit Commodore C64 PCs angefangen, mit Ataris, dann kamen die ersten 286er, 386er. Jana guckt mich gerade mit ganz großen Augen an. Kenne ich gar nicht mehr. Und wenn man mal sieht, wie sich Technik weiterentwickelt in so einem kleinen Bereich. Das ist unglaublich, weil sie mit dem und aktuelles Android 4.0 Betriebssystem drauf. Das bedeutet, wir sind auf dem aktuellen Stand der Technik. Das für unter 80 Euro. Er rennt wie bescheuert bei uns. Genauso muss man es ausdrücken. Und wir haben echt damit wirklich einen Knaller gefunden. Der Wahnsinn ist einfach, Sie können Videos streamen, Sie können Fotos angucken. Musik unglaublich. Hören. Unglaublich. Und das ist einfach toll, weil man hier klipp und klar sagen kann, ich habe meinen kompletten PC in der Westentasche, in der Brusttasche, brauche noch eine USB-Tastatur dazu. Und ich habe vor allem den Riesenvorteil, Sie können heute, was die Speicherkapazität Ihrer Festplatte betrifft, frei wählen. Weil wir können hier bis zu 2 TB externe Festplatten anschließen. Das ist unglaublich. Fantastisch. Und liebe Zuschauer, jetzt sage ich Ihnen auch nochmal, wo Sie das Ganze bestellen können. Ganz nämlich nur bei Pearl TV. Hier haben wir die sensationell günstigen Preise. Sie wissen ja, die Pearl-Purzel-Preise. Und Sie bestellen es ganz einfach unter 0180 51 51 und dreimal die 2. Und jetzt sage ich Ihnen auch nochmal die Bestellnummer. Das ist die PX 1344. Und ganz wichtig für Pearl TV, nicht vergessen, die 569, dann bekommen Sie auch den absoluten Schnapper. Genau, den TV-Sonderpreis. Und das Tolle ist eben, dass wir hier einen kleinen PC haben, der wirklich extrem flexibel ist. Und ich möchte Ihnen das jetzt mal zeigen, liebe Zuschauer, wie das mal von der Bedienoberfläche aussieht. Oh ja, gerne. Da können wir uns das besser vorstellen. Eine kleine USB, eine drahtlose USB-Tastatur. Und das ist die Benutzeroberfläche unseres TV-PCs hier. Und ich habe hier mein Mauspad, mit dem ich arbeite. Und Sie sehen schon wunderschön, der Cursor geht. Das bedeutet also, wenn ich jetzt Fotos angucken will, und das ist ja über die USB-Schnittstelle von diesem PC jederzeit aus wunderbar machbar, weil ich habe ja eine USB 2.0-Schnittstelle, an der ich alles dranhängen kann. Da haben wir zum Beispiel ein paar Fotos mit drauf. Wenn Sie mal sehen, in welcher Geschwindigkeit dieser 800 MHz-Prozessor arbeitet, in diesem kleinen Stick, völlig unglaublich. Das sind unsere Kätzchen, wilde Kätzchen bei uns nebenan auf dem Grundstück, die wir ein bisschen sozusagen zu unseren Haus- und Hofkatzen machen. Da haben wir auch mal, jetzt guck mal den Walter nochmal, schön. Oh, alles an Fotos da. Kollegen Walter. Ganz genau. Ist doch schön. Das ist jetzt der Bereich Fotos und Sie sehen, wie extrem schnell der aufbaut. Wenn Sie dann sagen, ich möchte Spiele spielen oder zum Beispiel Musik, überhaupt kein Thema. Sie haben hier eigentlich Ihre komplette Mediathek mit drauf. Mit Alben, mit Titeln, mit Playlisten, alles da, was ich brauche. Natürlich. Stell dir mal, darf ich dich kurz unterbrechen? Gerne. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben jetzt einen runden Geburtstag und wollen das gerne zeigen über einen Monitor oder über einen Beamer. Das ist doch klasse. Da brauchen Sie einfach nur diesen Stick reinstecken und dann alles abspielen lassen. Das ist doch super. Und was Sie jetzt hier sehen, das möchte ich einfach kurz mal vom Eintippen her nur zeigen. Es geht mit Einhandbedienung über den Cursor. Wir sind jetzt hier komplett schon mit dem Internet verbunden und ich könnte jetzt sagen, go. Ja? Und dann würde der sozusagen jetzt die Seite aufrufen. Es funktioniert perfekt. Sie können natürlich unten auch wieder ins Hauptmenü. Überhaupt kein Thema, sind wieder auf der Benutzeroberfläche. Haben natürlich auch die Möglichkeiten, Ihre privaten Einstellungen hier zu machen. Das ist überhaupt kein Thema. Alle Informationen über den Rechner, Töne, Display, Apps, Kontensynchronisierung, Sprache, Eingabe, das können Sie sich alles so konfigurieren, als ob es ein klassischer, normaler PC wäre. Und das Einzige, was Sie brauchen, ist eine kleine externe Festplatte oder einen USB-Stick, unseren TV-PC und eine USB-Tastatur.
Das ist alles sensationell. Aber, liebe Zuschauer, wenn Sie jetzt sagen, ich will das noch ein bisschen heftiger haben, mir reicht die Leistung, reicht mir noch nicht, dann setzen wir Ihnen jetzt noch eins drauf. Und zwar zeigen wir Ihnen jetzt noch die zweite Variante. Und das ist hochinteressant, weil da können wir Ihnen jetzt noch mal eins draufsetzen, was die Leistungsfähigkeit betrifft. Und wenn das jetzt dann kommt, dann werden Sie sagen, das kann überhaupt nicht sein. Wir haben ja zwei unserer TV-PCs im Programm. Ja, richtig, liebe Zuschauer. Das ist jetzt, ich würde mal sagen, noch nicht mal eine halbe Zigarettenschachtel. Was jetzt hier drin passiert, ist unglaublich. Wir haben hier einen 1-Gigahertz-Prozessor und wir haben 1 Gigabyte Arbeitsspeicher. Jetzt gucken Sie sich das mal an. Wir verkaufen einige und sehr gut laufende sogenannte Leasingrückläufer als Laptops, als Festplatten oder als große Workstations, die teilweise auch 1 Gigabyte Arbeitsspeicher haben und auch von der Rechnerleistung hinkommen. Hier habe ich 1 Gigahertz Rechner drin, also was den Chip betrifft, und ich habe 1 Gigabyte Arbeitsspeicher. Das müssen Sie sich mal vorstellen, auf diesem kleinen Gerät. MicroSD-Einschub für 32 Gigabyte da drin. Das heißt also, ich kann jederzeit internen Speicherplatz schaffen. Und ich habe aber auch die Möglichkeit, über unseren USB-Anschluss unten dran auch einen aktiven USB-Hub genau da unten an den USB anzuschließen, weil dann habe ich die Möglichkeit, wenn ich sage, ich habe zum Beispiel eine Maus angeschlossen oder ich habe einen Drucker noch angeschlossen, kann ich das natürlich auch erweitern. Absolut klein und leicht, 36 Gramm, ganz schnelles 802.11 Internet-WLAN. Dann haben wir brillante und ruckelfreie Full-HD-Darstellung. 1080p, wieder mit HDMI 1.4-Schnittstelle. Das heißt also, auch hier wäre es so, dass Sie eben mit Bild und Ton vom HDMI hin und her könnten. Mit dem beliebten Android 4.0 drauf, mit inklusives Betriebssystem Ice Cream Sandwich von Google, komplett mit vorinstalliertem App-Sender, flashfähiger HTML-Browser für freien Internetzugang über WLAN mit drin. Das müssen Sie sich mal überlegen, was diese kleine Kiste alles drin hat. Das für unter 100 Euro, der kostet normalerweise richtig viel Geld. Das ist für Sie ganz wichtig, wenn Sie sagen, boah, der ist es mit 1 Gigabyte Arbeitsspeicher und 1 Gigahertz Rechner. Ich will also wirklich die volle Leistung haben. Dann gehen Sie auf den 1 größeren, weil viel mehr kostet der nicht wirklich. Und hier habe ich alles drin, was ich heute brauche. Bedienoberfläche, Nutzeroberfläche, genau das Gleiche. Und auch da sind wir jetzt soweit, weil eben Jana so schön zufrieden grinst, dass wir Ihnen genau jetzt nämlich auch, und ich sage Ihnen noch ein paar Sachen dazu, den Film zeigen, warum Jana die ganze Zeit schon so grinst wie so ein Honigkuchenpferd, weil Jana hat es nämlich wirklich schon ausprobiert und war total begeistert. Das ist er. Jana freut sich schon drauf, geht zum PC, zum Fernseher. Genau. Schließt das am HDMI-Anschluss an und dann bist du surfen gegangen, ne? Richtig, ich bin online gegangen, habe mir so einiges angeschaut und liebe Zuschauer, das ist echt so leicht, weil Sie brauchen es nur anschließen und können gleich surfen. Das ist echt toll und gerade über einen Bildschirm, wo man alles übersichtlich hat, ne? Ein PC ist ja meistens so, oder der Bildschirm vom PC ist immer sehr, sehr klein und somit sieht man alles toll, die sozialen Netzwerke wie Facebook, und da können Sie natürlich auch bei der Gelegenheit gerne mal bei Facebook einen Gefällt mir-Klick machen bei Pearl TV. Freuen wir uns natürlich immer sehr. Und wir als Moderatoren beantworten Ihnen auch immer sehr gerne die Fragen oder vielleicht haben Sie auch Verbesserungsvorschläge, Anregungen. Ist immer alles herzlich willkommen bei uns. Und ja, also ich kann nur sagen, es macht sehr, sehr viel Freude, auch gerade wenn man vielleicht nicht ganz so gut schauen kann und braucht normalerweise eine Brille, dann ist das natürlich sensationell. Da sehen wir lieber den lieben Walter wieder im Fernsehen bei Pearl TV. Also liebe Zuschauer, das ist wirklich klasse. Dieses Gerät ist sehr, sehr klein, passt aber auch in die Jackentasche vom Kai. Ich mache das jetzt mal, damit Sie mir das auch gleich mal glauben. So, und schon ist er weg. Das ist das ganze Gerät, was Sie mitnehmen. Unglaublich, ne? Ja, ich finde es klasse. Die Technik ist wirklich atemberaubend. Und ich finde es toll, dass wir bei Pearl TV immer die beste Technik haben und Ihnen immer so günstige Angebote machen können, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Also auch da vielen Dank an Kai, dass du da immer so fleißig recherchierst, aber auch ans ganze Team. Und vor allem auch an unsere Kunden und unsere Zuschauer, die das richtig natürlich auch wirklich schätzen, lieben und auch kaufen. Es unterstützt HTML 5.0, Flash 11.1 und hat natürlich noch eine Scroll-Funktion. Grenzenlose Unterhaltung bedeutet für Sie Apps, Games, Sie können ins Internet, Mediatheken, was ich vorhin gesagt habe, YouTube, Internetradio, Internet-TV, Online-Videotheken, waren wir vorhin auch schon, Videos, Fotos, Musik und mehr vom USB-Stick, Media-Streaming über WLAN und Internet, unterstützt sogar DLNA-Medienwiedergabe von der Micro-SD-Karte und der USB-Platte, also Festplatte oder vom Stick. Und da zeigen wir Ihnen jetzt nochmal den zweiten Film dazu, wie das mit dem Stick funktioniert. Da hat nämlich unsere Daria, die auch bei uns arbeitet, auch mal was ausprobiert. Und jetzt sehen Sie mal, wie einfach das geht. Die hat einfach ihre Micro-SD-Karte in unseren TV-PC eingesteckt und dann angeschlossen und sagte dann ganz klipp und klar mit einer Funkmaus, so, ich will jetzt Videos gucken. Und
Das, was Sie jetzt an der Geschwindigkeit sehen vom Menüaufbau, liebe Zuschauer, ist die Rechnerleistung von diesem kleinen TV-PC. Das ist unglaublich gestochen scharfe Bilder, ruckelfrei, gucken Sie sich das mal an. Das ist der Felix, das ist einer unserer Kameramänner, ein begnadeter Mountainbiker und Downhiller. Und den haben wir einfach mal mit einer unserer Actioncams losgeschickt. Schauen Sie sich das mal die Bildqualität an. Und das alles extrem übersichtlich vom Menü her und in einer Geschwindigkeit, wo Sie normalerweise sagen, das kann doch gar nicht wahr sein, wie genial schnell der arbeitet. Verschiedene Bilddarstellungen, 4:3, 16:9, alles möglich. Und das alles für 100 Euro. Langsam. Ja, fantastisch. Wirklich sensationell, liebe Zuschauer. Da sollten Sie schnell zum Telefonhörer greifen und die 0180 wählen. 51, 51 und dreimal die 2. Und ich sage Ihnen natürlich auch zu diesem wundervollen Gerät die Artikelnummer, damit Sie auch wissen, dieses Gerät gehört zu Ihnen nach Hause. Das ist die PX 1345 und dann ganz wichtig für Pearl TV die 569. Und ich kann es nur noch mal an der Stelle betonen, wenn Sie Musik hören möchten oder Sie wollen in den sozialen Netzwerken ein bisschen chatten oder Sie wollen vielleicht einfach ja surfen und recherchieren, Neuigkeiten sich einfach besorgen, dann sollten Sie da schnell zugreifen, denn so günstig kommen Sie da nicht mehr ran. Ganz genau, vor allem nicht in der nächsten Stunde nach der Sendung mit dem TV-Sonderpreis, das ist ganz wichtig. Und jetzt nochmal, liebe Zuschauer, wenn vielleicht noch ein paar von Ihnen eingeschaltet haben, wenn Sie gerade dabei sind zu sagen, Mensch, Nachbarn von uns, Bekannte von uns haben sich einen Smart-TV gekauft. Boah, toll, ins Internet gehen und. Diese Smart-TVs sind aber teilweise heute aufgrund ihrer Benutzeroberfläche noch ein bisschen begrenzt. Da kriegen Sie ein paar Internetsender, da können Sie zum Beispiel YouTube machen, aber ins World Wide Web können Sie auch nicht so ohne weiteres frei rein. 2.000, 2.000, 500, 3.000 Euro. Und wenn Sie jetzt sagen, ich möchte mir eigentlich einen neuen Fernseher kaufen, weil dieser Smart-Bereich, das möchte ich auch mit Streaming, mit Fotostreaming, allem drum und dran. Lassen Sie es, geht viel, viel kleinerem Geld. Behalten Sie Ihren wunderschönen großen Fernseher, den Sie jetzt haben, weil die sind kein Stück schlechter, die haben bloß noch die Leistung nicht. Und besorgen Sie sich für unter 100 Euro heute zum TV-Sonderpreis Ihren Smart-TV nach Hause. Schließen Sie das Gerät an und Sie haben alle Optionen, genau das zu machen und vor allem mit einem Open Browser, ganz wichtig. Das heißt, Sie können alle Internetfunktionen nutzen. Sie haben Apps komplett mit drauf, Ion App Store, Google App Store. Google Maps ist mit drauf. Sie können sich angucken, wo sind Sie gerade, können Routen planen und. Das ist alles komplett vorinstalliert auf diesem kleinen Wahnsinnszwerg, anders kann man es nicht sagen. 1 Gigabyte Arbeitsspeicher, 1 Gigahertz Rechner, unvorstellbar. Jana hat jetzt gerade mal gezeigt, wo ich USB-mäßig noch was anschließen kann. Ganz toll. Und das ist jetzt die USB-Schnittstelle, wo ich eben auch einen Hub dran tun kann. Das bedeutet also einen aktiven, wenn ich sage, ich möchte 2 oder 3 USB-Schnittstellen gleichzeitig nutzen, überhaupt kein Problem. Eine Festplatte bis 2 Terabyte extern anschließbar. Überhaupt kein Problem. Oder einen Speicherstick bis 32 Gigabyte. Videos spielt er die Formate MPEG 2 und 4, AVI, WMV, DAT, MKV und MOV. Bei Musik spielt er Ihnen natürlich alle Formate wie MP3, WMA, die WAV, die OGG, AAC, die FLAC-Dateien, die unkomprimierten und die 3GP. Bildformate, auch da unterstützt er alles, nämlich JPEG, die GIF, die BMP und die PNG. Und Sie können ihn sogar noch, und das ist der Knaller, als E-Book-Reader nutzen, weil er kann die TXT, die HTML und die HTML-Dateien auch lesen. Anschlüsse hat er USB 2.0 Host für die USB-Festplatte bis 2 Terabyte oder Sie sagen eben einen Stick bis 32 Gigabyte oder Sie schließen eben dann Tastatur oder Maus an. Und das ist natürlich alles, wie ich es gerade sagte, mit einem aktiven USB-Hub erweiterbar. Das heißt, Sie können dann 2, 3 Peripheriegeräte gleichzeitig anschließen. Ui, das sind ganz, ganz viele technische Daten, liebe Zuschauer. Jetzt sind Sie ja alle schon vollkommen begeistert von diesem Gerät. Und deswegen haben Sie natürlich auch gleich zugegriffen. Und der Kai hat aber noch wichtige weitere News für Sie, damit Sie auch über alles bestens informiert sind. Also, Micro-SD-Karten-Slot haben wir Ihnen gerade eben gezeigt, für Speicherkarten bis 32 Gigabyte und natürlich wird der USB geladen, das ist alles dabei. Liebe Zuschauer, wenn Sie jetzt sagen, wow, endlich eine Möglichkeit, meinen alten Fernseher nicht rausschmeißen zu müssen, endlich einen kleinen PC, den ich überall mit hinnehmen kann. USB-Tastatur, externe Festplatte und unseren kleinen Rechner hier, das Monster in Schwarz, anders kann man es nicht sagen. Das alles in der PX 1345 und die 569, damit Sie unseren TV-Sonderpreis bei Pearl TV auch bekommen. Ja. Und das alles unter der Telefonnummer 0180 51 51 und dreimal die 2. Aber Kai, jetzt habe ich noch eine Frage. Ja. Was wird denn alles mitgeliefert noch bei diesem mitgeliefert Gerät? Mitgeliefert wird alles, natürlich USB-Kabel, das Ladegerät, unser kleiner Kollege hier. Das heißt also, Sie kriegen das rundum sorglos Paket zu Hause. Super, also jetzt die PX 1345 angeben und ganz wichtig für Pearl TV 569 und Sie werden begeistert sein. Rufen Sie an.